Aber jetzt sind wir online. Live-Übertragung wird erstellt, kommt bei mir. Ja, hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zum zweiten Schachgeflüster-Live-Talk. Und ja, ich habe einen Gast, wie ihr seht. Das ist der Uli Pflüger. Und vorab schon mal, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr jetzt hier live dabei seid, dann teilt es einfach, damit es andere auch sehen. Und ja, Uli. Erzähl mal, du spielst Schach. So viel steht fest, ne? Ja, spiele ich Schach, ja, genau. Ja, also ich weiß nicht wirklich viel über dich. Wir haben kurz einmal Ja. miteinander gesprochen, aber wirklich nur kurz. Ja, erzähl doch mal so deine eigenen schachlichen Aktivitäten. Ich weiß, wir können auch noch über das Schulschach sprechen, da warst du aktiv, aber wie sieht es denn bei dir selber Also aus? Bist momentan du aktiv? spiele ich nicht mehr aktiv, sondern ich beschäftige mich hauptsächlich mit Computerschach, mache da also Analysen halt, auch die Spielstärke von den Programmen halt testen und so weiter. Ich habe ja auch einen Artikel geschrieben im Schachgeflüster, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, am 16. Dezember über Schachprogramme, über die nicht kommerziellen, die halt besser sind als die kommerziellen. Und Okay. das ist so mein Thema, mein Anliegen, also den Menschen halt nahezulegen, sich eben solche Trainingsprogramme, so nenne ich sie jetzt mal, anzuschaffen, weil man da halt doch ganz gute Sachen halt mitmachen kann. Also analysieren und Eröffnungen halt auch selber kreieren, also selber zusammensuchen, selber mit den Programmen halt analysieren, um halt dann halt auch zu sehen, welche Eröffnung gut ist, welche halt nicht so gut, weil man halt, wenn man ein bisschen in den Eröffnungsbüchern rumstöbert und die durch die Schachprogramme laufen lässt oder durch Stockfisch zum Beispiel, ist ja das stärkste Stockfisch 12, dann stellt man fest, dass also einige Eröffnungen schon nicht mehr wirklich spielbar sind. Ja, was meinst du denn mit nicht kommerziellen Schachprogrammen, die du jetzt empfiehlst? Also Stockfish hast du genannt, aber das ist ja kommerziell, ne? Oh, Stockfisch ist nicht Stockfish. kommerziell. Ach, Stockfisch das ist ist ja frei frei verfügbar. zugänglich, ja, genau. Es Ja. ist das beste Programm, kostet aber nichts. Ist frei verfügbar, kann man bei stockfisch.de herunterladen und kann sich da das dann halt einbinden. Entweder wenn man halt Fritz hat, irgendein Fritz-Programm, da geht das halt. Oder eben auch in Arena. Wenn man also nicht Fritz hat, dann kann man sich das in Arena Okay, runterladen. und du lässt die Arena. Programme dann gegeneinander antreten oder was analysierst du dann? Ja, ich analysiere also einmal, also die Arena hat zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich mit fünf oder sogar sechs Programmen gleichzeitig eine Stellung analysieren kann. Also zum Beispiel eine Eröffnungsstellung. Und da lade ich halt sechs Schachprogramme, weil die halt unterschiedlich halt auch spielen. Die meisten haben dieselbe Ergebnis. Stockfish ist natürlich weitaus das stärkste Programm. Und dann gucke ich halt, welche Eröffnung halt dann spielbar ist und welche halt nicht mehr spielbar ist. Also das sieht man ja daran, dass halt die Eröffnungen, dass halt ein Zug halt bewertet wird. Also wenn Stockfisch also sagt, also diese Eröffnung steht für Weiß 1,5 besser, dann weiß man halt, Dann. okay, Scheiße weg. Naja. Und hast du da irgendeine analysiert, wo du sagst, die hat man vielleicht früher gespielt und heutzutage mit Hilfe der Computer kann man die als überholt ausschließen? Hast du da irgendein Beispiel? Oder umgekehrt? Ja, also es ist so, ich habe früher mit Erfolg, habe ich auf Französisch, also E4, E6, sofort Dame E2 gespielt. Oh, okay. Und nein, mit Erfolg, mit richtig Ja, gutem aber Schach. das hast du gegen die Eröffnungsregeln Nein. verstoßen. Weil du machst einen königsindischen Aufbau. Du entwickelst den Läufer nach G2, du spielst sofort dann, also im zweiten Zug meistens F4, G3, Läufer G2 und hast eine richtig gute Stellung. Weil die Gegner, und das liegt den Franzosen nicht, weil sie nämlich überhaupt nicht wissen, was sie damit anfangen sollen,
Die spielen dann irgendwas, aber vergessen halt tatsächlich die Idee, auf dem Dameflügel anzugreifen. Das heißt, man muss sofort das ist so die beste Möglichkeit, mit C5 und sogar mit B5 und A5 und so weiter sofort auf den Dameflügel angreifen. Sonst verliert man das Ding. Wenn man die kleine Rochade macht, dann kriege ich nachher einen Bauernsturm auf die kleine Rochade, weil mein Läufer auf G2 hat nicht nur eine Angriffsfunktion, sondern auch eine Schutzfunktion für meinen König. Ja. Deine Kamera ist so ein bisschen unscharf Ja, dann geworden. Ich weiß nicht, ob du irgendwas geändert kann hast. ich jetzt nichts dran ändern. Ja, nee, dann ist es so. Ja, macht nichts, man sieht dich immer noch. Aber eigentlich bist du, das wusste ich jetzt gar nicht, aber eigentlich bist du eher so der Experte fürs, oder hast zumindest Erfahrung in Sachen Kinderschach, ne? Da wollten wir eigentlich drüber reden. Schulfach Schulschach. Kinderschach, genau. Erzähl mal, was du da gemacht hast. Ich habe das hauptberuflich, also ich habe das einmal, wir haben nebenberuflich halt angefangen und dann sind wir auf die Idee und haben das also hauptberuflich gemacht, weil ich war damals halt arbeitslos und da haben wir also eine ABM-Stelle halt eingerichtet. So fing das also an, also der Karl-Heinz Zacke und ich, wir haben also für uns beide eine ABM-Stelle eingerichtet und haben einen Sponsorverein noch gegründet, der also noch zusätzlich also Gelder heranschaffte. Und die Schulen haben also auch immer ein bisschen was beigetragen und dann haben wir also uns bei den Schulen beworben, sind also hinmarschiert, haben gesagt, wir bieten Schach. Und dann haben Okay. die Schulen uns begeistert aufgenommen, bis Ehrlich? auf eine Schule. Ja, eine Schule hat gesagt, nee, interessiert mich nicht und wollte nicht. Ne? Aber also die anderen Schulen haben gesagt, ja, das ist eine gute Idee, kommen Sie, machen Sie. Ein schönes Erlebnis hatte ich auf dem Friedrichsgymnasium. Der Konrektor, In Nordhessen bist du irgendwo, ne? In genau. Nordhessen. Schönes Erlebnis hatte ich also auf dem Friedrichsgymnasium. Der Konrektor, der spielte selber auch Schach, zwar nicht im Verein, aber spielte recht gut. Und der sagte halt: Ja, Herr Pflüger, haben Sie denn eigentlich eine pädagogische Ausbildung? Und dann habe ich gesagt: Ja, ich habe einen Trainerschein. Ich habe einen Trainerschein gemacht. Immerhin. Ja, und da hatten wir also auch pädagogische Unterricht. Ah, naja, andere studieren halt 2 Jahre und fing an. Und dann hat er gesagt, na gut, ich teste Sie mal. Dann wollte er mit mir Blitz spielen. Und der hat sich richtig angestrengt, der Bursche. Das war eine richtig heiße Partie. Ich habe die Es also, war auch ein Schachspieler ja, dann, er war ne? auch ein Schachspieler. Ich habe sie also mit Mühe und Not gewonnen, hat den Bauern. Ja. Aber die nächsten Partien, da hat ihn dann die Kraft verlassen. Er hat sich so konzentriert auf die erste Partie, die hat er dann alle schnell verloren. Aber das war schon spannend, weil ich dachte, mir gedacht, wenn ich die Partie verliere, dann war es das auf dem Friedrichsum-Gymnasium. Dann wird das sagen, ach, Sie können kein Schach spielen und blablabla. Und wie das halt so ist. Und dieses Friedrichsgymnasium ist im selben Jahr, bin ich mit denen Landesmeister geworden. Wow, Und da hast du ein paar Talente ich gehabt hatte in der Schule. 2 Talente, die anderen beiden habe ich auch selber aufgebaut. Also da waren 2, die also schon im Verein spielten. Das war der Uli Menz und der Jörg Heimerdinger. Und die anderen habe ich dann selber noch trainiert, aufgebaut. Und dann sind wir also Hessenmeister geworden. Und dann habe ich ihn angerufen und dann hat er der Schule am selben Tag noch schulfrei gegeben. Na, wenn das so glücklich war er darüber. Ja, das sind so Geschichten am Rande, aber das ist schon spannend. Naja, und so war das dann halt auch. Die anderen Schulen haben uns auch mit Kusshand aufgenommen und waren auch begeistert darüber, dass wir also Schulschach angeboten haben, weil wir hatten auch damals ja, auch ein Statement oder wie sagt man, ein Papier zur Hand, wo wir den Schulen also sagen konnten, dass also Schach den Notendurchschnitt, das ist getestet worden, in Russland, im damaligen DDR, auch in den USA, ist es getestet worden, dass der Notendurchschnitt um eine Dreiviertelnote sich verbessert. Und das haben die Schulen später dann auch bestätigt. Es gab also tatsächlich auch Schüler, die vorher in Mathe halt auf 2 standen, dann 1 geworden sind oder die auf 3 standen, dann halt 2, in Mathe eine 2 bekommen haben. Also das hat also gut funktioniert. Und
Von daher weiß ich halt, dass diese Untersuchungen also realistisch sind. Und ich habe auch Schüler befragt, die haben das selber auch gesagt, also dass sie halt durch das Schachspielen die Denkfähigkeit oder Kombinationsfähigkeit, besser gesagt, dadurch schulen können. Also das stimmt auch tatsächlich. Das sehe ich an mir selber. Ich bin ja selber so ein Kombinator. Kombinator. In allen Sachen, die ich so analysiere, kombiniere ich also auch sehr gerne. Bist du denn da an rangegangen? Also du hast jetzt so eine Schulklasse oder eine Schulschach-AG vor dir. Wie war denn da so dein Ansatz oder deine Methode, sage ich mal, den Kindern das beizubringen? Also die Methode, wenn ich halt so Einsteiger hatte, die noch keine Ahnung vom Schach hatten, das war dann halt meistens bei Schulen, Grundschulen, wo ich also Schüler hatte, schon in der ersten Klasse, die also auch 5 Jahre alt waren. Also sind ja manche, die werden früher eingeschult oder beziehungsweise vom Geburtsdatum her passt das also, dass sie dann noch 5 Jahre alt sind. Und da weiß ich halt noch, oder ein Beispiel ist die Grundschule Wischdorf gewesen, Wischdorf-Niedenstein, das ist da in Nordhessen. Mit denen bin ich auch zweimal Hessenmeister geworden, dann Landesmeister. Und ich habe den Kindern halt, ich habe angefangen, auch das Brett zu erklären, wie das halt aussieht, wie das funktioniert, wie viele Felder. Ich habe die Kinder auch befragt. Wichtig ist bei Kindern, Fragen zu stellen. Also nicht eben einfach vorpredigen, hier so und so 64 Felder, sondern die sollen ruhig mal 8 mal 8 sind 64, also auch zählen. Gut, das konnten sie im ersten Schuljahr halt noch nicht, aber dann habe ich es ihnen halt gesagt, ne? Und dann habe ich ihnen erklärt, dass es Diagonalen gibt und Geraden. Und dann habe ich angefangen mit König. Also Also die der König, Figuren nacheinander richtig. vorgestellt, Aber wie sozusagen. gesagt, zuerst mit dem König. Ich habe ihnen also auch erklärt, wie der König funktioniert. Und dass der König halt gefangen genommen werden, dass das Ziel ist, den König gefangen genommen zu nehmen. Also nicht mit Der, Schachmatt und so Problematik. so eine Und kleine Geschichte halt, ne? eine Irgendwie. Geschichte, ich habe den Geschichten erzählt, ne? Und Schachmatt ist eben die Gefangennahme Schön. des Königs. Und dann habe ich den Turm erklärt. Und da kann man ja das erste Matt auch zeigen und das Schachgebot. Und ich habe dann auch angefangen, nur mit diesen beiden Figuren erstmal, nämlich Turm und König, halt auch das Decken der Figuren. Also zwei Türme decken können sich ja decken gegenseitig, das Schlagen der Figuren. Schachgebot, nämlich dass der König entweder ausweicht oder ein Turm dazwischen zieht oder dass die schachbietende Figur, die kann man auch wegnehmen, wenn es halt möglich ist. Und diese Möglichkeiten, das habe ich also erst erklärt und dann, wie gesagt, halt auch das Schachmatt und dass das halt mit Turm und König geht. Deswegen als nächste Figur nach dem König den Turm. Also nicht die anderen Figuren. Die meisten fangen ja mit dem Bauern an. Aber ich habe gleich deshalb mit der Figur angefangen, mit dem Turm, weil da eben, es geht zwar auch mit zwei Bauern Matt setzen, aber dass da halt eben ein einleuchtendes Matt halt möglich ist. Ja, bei den Bauern ist ja auch immer schwieriger, ne, dass die gerade ziehen, aber schräg schlagen. Also das ist, glaube ich, nicht so optimal, damit Genau. anzufangen. Und ich habe was Folgendes gemacht, was in keinem System, was ich also selbst entwickelt habe, ist halt, das heißt doch, das Buch, es gibt ein Buch darüber, das ist Felderbilanz, das ist von dem Oppermann. Das ist ein, Felderbilanz. ja, Felderbilanz, das ist von einem internationalen Meister, der Oppermann hieß. Das wird heute, glaube ich, nicht mehr aufgelegt. Ich müsste mal nachgucken, ob ich es irgendwo in meinem Bücherschrank noch habe. Und das hatte ich mir mal früher durchgelesen. Und diese Felderbilanz, das fand ich also interessant, die habe ich also auch vermittelt. Ich habe den Kindern gleich beigebracht, ich hab sie gefragt, wenn ihr jetzt zählt, wie viele Felder hat der Turm in der Ecke? Das sind dann halt 7 nach oben, 7 nach rechts oder links. Und das sind dann insgesamt 14. Oder in der Mitte auch 14. Und dann habe ich das halt, die nächste Figur war dann der Läufer. Und der hatte ja dann nur noch 7 bis 13 Felder. Und in der Mitte halt mehr Felder und in der Ecke halt weniger Felder. Dann habe ich die Kinder auch gefragt,
Was glaubt ihr, welche Figur stärker ist? Der hat also 14 und der hat nur bis 13 und dann haben die Kinder auch gesagt, die sind von selbst, die müssen von Ja. selbst darauf kommen, das muss man ihnen erklären. Sondern wichtig ist halt, sie sollen experimentieren, sie sollen erkennen, selbstständig erkennen, was Sache ist, dann prägt sich das auch besser ein. Dann haben die auch gesagt, der Turm ist stärker. Weil sie auch Ja. dann auch erkannt haben, mit dem Turm kann ich alleine matt setzen, mit dem Läufer geht es alleine nicht. Da kann man dann das Patt erklären auch. Und da geht es halt nur mit Darf ich zwei noch mal fragen? Läufern. Und Hast du beim Springer, wie hast du das gemacht? Weil da gibt es ja immer unterschiedliche Erklärmethoden, also wie ein L oder zwei nach beides. vorne und eins rüber oder eins vor und eins schräg. Wie hast du das erklärt immer? Beides erklärt. Und zwar soll das jeder für sich selber entscheiden, weil es ist so, eigentlich bin ich ein Befürworter des eins gerade, eins schräg, weil man Ah, dann L okay. weniger im Kopf hat. Ja, okay. Aber das Interessante ist, dass die Kinder, bei Kindern ist es jedenfalls so, dass die dann eins gerade, eins schräg und dann auf dem Nachbarfeld landen. Also die überspringen das Feld nicht, sondern die landen dann auf dem Nachbarfeld. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich beide Methoden. Und dann haben sie also, wenn ich beide Methoden erklärt habe und sie sollen sich halt aussuchen, welche Methode, dann haben sie halt erkannt, okay, der Springer muss also ein Feld überspringen, um dann halt eben auf das Feld, auf das Feld zu kommen, eins gerade, eins schräg oder eben das L. Ja, also beides. Ist auch Okay, ganz. ja, guter Tipp, ja. Und am Springer kann man dann auch erklären, die Felderbilanz, weil der Springer ja in der Ecke nur zwei Felder hat. Und dann habe ich das, ich habe dann auch immer eine Geschichte erzählt. Ihr müsst euch vorstellen, das ist eine Krake, die hat acht Arme. Und wenn die Krake da in der Ecke sitzt, dann hat sie nur zwei Arme, um Fische zu fangen, dann verhungert sie. Cool, ja. So kleine Ja. Geschichtchen. Und das hat die Kinder auch begeistert. Ne? Also gerade wenn das halt so Kinder sind, von der ersten bis zur vierten Klasse, viel mit Geschichten. Also das ist halt wichtig. Und jetzt das Interessante bei der Felderbilanz, wenn ich dann alle Figuren durchgesprochen habe, dann habe ich die Kinder halt auch gefragt, aber ich hab ihnen die Vorgabe gegeben, ihr habt ja gelernt, dass die Felderbilanz oder dass wenn ich mehr Felder habe, zur Verfügung habe, dass ich dann besser stehe. So, welchen Zug würdet ihr jetzt machen in der Grundstellung, wo ihr nach dem ersten Zug gleich die beste Felderbilanz habt? Und dann sollen die Kinder selbst darauf kommen. Und dann haben die eben nicht Ja, H4 oder A4 gezogen, das ist so typisch, ne, so für typisch, blutige Anfänger, sondern die haben dann überlegt und haben dann halt, ja, die fingen dann halt, das ist meistens vorsichtig, mit E3 an, ja. statt E4. Dann Ja. habe ich ihnen noch gesagt, okay, im Zentrum, der Bauer hat auch Wirkung, also ziehen wir den gleich zwei Schritte vor. Ne? Und das haben die Kinder dann selber rausgefunden. Und weil sie es selber rausgefunden haben, hat sich das dann auch eingeprägt. Das ist halt das Wichtige. Wenn du den Kindern halt erzählst, oh, ja, hier E4, Zentrum und das ist die Eröffnung und das ist gesund, Läufer und Dame wird frei. Na, das, dann fangen die, dann guckst du halt einen Tag später, wenn du wieder in der Schach-AG bist, dann spielen sie trotzdem H4. Ne? Also es hat keinen Sinn. Aber wenn sie selber drauf gekommen sind, dann spielen die tatsächlich E4. Ja, Kann das man ist ihnen eine gute Methode. später kann man ihnen dann auch noch sagen, dass also D4 halt auch gut ist und C4 und halt auch erklären, aber erstmal als Grundlage und die sollen auch ruhig am Anfang E4 spielen, weil E4 beinhaltet dann halt auch den schwachen Punkt F7. Also ich mache das etwas anders als Kindermann, der erzählt was von Königssicherheit und ich sage den Kindern, der schwächste Punkt, was ist der, erkläre erstmal, was ein schwacher Punkt ist, ne, den man angreifen kann und doppelt angreifen kann, den man schlecht verteidigen kann und so weiter. Und dann lasse ich die Kinder suchen, welches ist denn der schwächste Punkt? Und dann müssen die raten. Und dann kommen einige auch da drauf und sagen halt F7. Nicht alle, aber einige, Also wenige. erstmal Schäfermatt Ja, probieren erstmal sozusagen, ne? Mit der ja. schwache Punkt F7. Und dann, wie viel Mal ist der angreifbar? Einmal durch den Läufer, dann durch die Dame und die Dame zweimal, F3 und H5. A5, ja. Genau. Und
in zwei Zügen durch den Springer, Springer F3, Springer G5 oder E5. Ja, also das heißt, dieser Punkt ist tatsächlich, und warum ist er noch schwach? Weil er nur vom König geschützt ist. Das kann man noch dazu sagen. Und dann zeigt man auch das Schäfermatt. Das heißt, das zeigt man ihnen nicht, sondern dann stellt man die Figuren so auf und dann sollen sie gucken. Man spielt allerdings auch E5 als Schwarzer. Und dann sollen sie gucken und ein Matt finden. Sage ich ihnen, es ist jetzt möglich, einzügig Matt zu setzen. Und dann fangen die an und nehmen den Läufer. Das ist dann nur Schach. Okay. Ja. Ja, gut, immerhin. Früh übt sich. Ja, warum nehmen sie den Läufer? Weil sie die Dame nicht verlieren wollen. Weil im Hintergrund unbewusst ist dann halt doch so, man muss sich damit auch beschäftigen mit dem Unterbewusstsein bei solchen Sachen. Im Unterbewusstsein ist tatsächlich so vorhanden, aber wenn ich die Dame nehme, dann könnte er die ja schlagen. Ja. Auch wenn die gedeckt ist. Ja. Ja. Das steckt im Unterbewusstsein. Ja, die wertvolle Figur. Die will man nicht gleich sozusagen verwenden. Ja. Dann erkläre ich Ihnen aber trotzdem, dass die Dame halt, weil sie ja geschützt ist, das wissen Sie ja auch, aber trotzdem ist das so eine gewisse Hemmschwelle, die Dame zu nehmen. Und dann erkläre ich Ihnen, dass man die Dame ruhig, wenn sie geschützt ist und nicht durch eine andere Figur noch angegriffen ist, vom König alleine nicht geschlagen werden kann, wenn der Läufer eben die Dame schützt. Und dann verstehen die das und dann wissen sie also auch, wie das Schäfermatt geht. Ja. Und dann zeige ich ihnen auch, wie man das verteidigt und eben nicht mit G6, da zeige ich ihnen, wie man den Turm dann gewinnt und so. Wenn man halt dann nach Dame H5, G6 spielt, dann schlägt ja die Dame auf E5 Schach und dann geht der Turm flöten. Ich erzähle das auch so mit Turm geht flöten oder der Turm geht baden. Also ich bringe dann also auch solche Ausdrücke halt. Was den Kindern natürlich dann auch Spaß macht. Ne? Die mögen sowas. Also ein bisschen Theater. Ich spiele auch Theater. Also ich habe den Kindern also auch, stelle ich also vor, wie der König zieht. Da gehe ich wie der König. Ne? Und langsame Schritte und dann zeige ich ihnen der Turm, der hat riesen 7-Meilen-Stiefel an und dann macht der große Schritte. Ne? Und dann freuen sich die Kinder, dass man halt Theater spielt. Du hast auch mal was von Märchenschach gesagt. Was meinst du mit Märchenschach? Oh, ich habe es mir aber notiert. Okay, dann habe ich es mir möglicherweise falsch notiert. Natürlich was ich meinte, war halt, habe ich vielleicht auch Märchen gesagt, aber was ich meinte, ist halt eben den Kindern also Fantasiemöglichkeiten zu geben. Ja. Also ich habe das auch nie militärisch gemacht. Ich habe also zum Beispiel, wenn man die Rochade erklärt, dass der König ja nicht über ein schachbedrohtes Feld läuft, dann habe ich also gezeigt, dass der Läufer bedroht das Feld und dann habe ich ihnen gesagt, so, ihr müsst euch vorstellen, der Läufer hat einen Wasserschlauch, einen Gartenschlauch und spritzt. Okay. Und der König, dann, wenn er darüber läuft, wird nass. Nass. Genau, was kommt er dann? Das sagen alle Kindern Schnupfen. Das ist ganz witzig. Die sagen alle, es hat noch nie ein Kind gegeben, was nicht gesagt hat, Schnupfen. Und dann sage ich, ja, wenn der König verschnupft ist, dann geht es dem Volk schlecht. Ne? Also deswegen, ne, der König darf da nicht rüberlaufen, sonst wird er nass. Ne? Das merken sich die Kinder, das wissen die dann. Ja, nett. Das ist ganz klar. Und ja, cool. Dadurch solche bildhaften Geschichten, so meine ich das mit Märchenschach, solche bildhaften Geschichten, die prägen sich halt ein. Das geht dann das behalten die Kinder. Und eben, was sie selbstständig erkannt haben, behalten sie, wenn ich ihnen nur vorpredige, das und das und das, das behalten sie nicht. Ein typisches Beispiel ist, das will ich noch erzählen, und dann kann ja jemand anders noch was sagen, ist halt das Schlagen im Vorbeigehen. Das ist ja ein bisschen kompliziert. Das ist auch passant, meinst du? Ja, genau. Ja, ich habe das nie französisch. Ich habe immer den Kindern gesagt, Schlagen im Vorbeigehen. Das ist der deutsche Begriff. Es ist der verständlichere Begriff, ne? Weil die meisten können ja noch kein Französisch. Und ich habe das mal erlebt. Da hat ein Lehrer, der hat mir dann versucht, mal klarzumachen, wie er das Schachspielen beibringt. Und dann hat ein Schüler witzigerweise gefragt, Herr,
Ja, so und so, erzählen Sie doch noch mal, das habe ich immer noch nicht verstanden, wie das mit dem Schlagen im Vorbeigehen geht. Und dann hat dieser Lehrer das, ich weiß nicht mehr, wie er das erzählt hat, aber er hat das so erzählt, dass ich hinterher mich gefragt habe, wie geht denn das jetzt noch? Das war so, der hat das so kompliziert erklärt, dass man also tatsächlich, dass das niemand verstand. Und deswegen ist es ganz einfach, man geht mal ein bisschen in die Geschichte rein. Man stellt sich einfach mal vor, wie ist denn diese Regel überhaupt entstanden? Und dann erzählt man den Kindern, okay, die Bauern haben sich eines Tages in der Dorfkneipe getroffen. Ach so, da war So, das sehr. ja, so war das. Und dann hat der eine gesprochen am Stammtisch, ja, immer wenn du den Doppelschritt machst, dann mogelst du dich an mir vorbei. Das finde ich unfair. Und dann haben die Bauern also palabert bis in die frühen Morgenstunden. Und dann haben sie also auf sich Folgendes geeinigt. Und dann habe ich den Kindern gezeigt, wenn ich einen Schritt mache, dann kannst du mich so schlagen. Und dann steht der Bauer jetzt dort, wo eben mein Bauer stand. So, und jetzt, weil das eine Ausnahmeregel ist, dieser Doppelschritt, mache ich den Doppelschritt. Und jetzt schlägst du, darfst du halt, die Regel hat man also eingeführt, den so schlagen, als würdest du nur einen Schritt machen. Und dann stelle ich den Bauern auch dahin. Das sieht genauso aus, wie als hättest du nur einen Schritt gemacht. Dann natürlich auch erklärt, dass das halt noch, dass man, wenn man einen Schritt gemacht hat und dann wieder einen Schritt, dann ist das ja kein Doppelschritt. Also dann geht es nicht mehr das Schlagen im Vorbeigehen und dass es nur unmittelbar nach dem Zug geht. Aber dadurch ist es verstanden worden. Dadurch haben die Kinder kapiert, ah ja, okay, die Regel ist eine Ausnahmeregel und deswegen darf ich den so schlagen, als würde der nur einen Schritt machen. Haben sie alle Ja, kapiert. ist ein interessanter zusammen. Ich habe jetzt so ein Echo irgendwie. Ich weiß nicht, hast du was anderes gemacht als vorher? Nö. Ah, jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. Ja, dann gut, jetzt Ja, habe ich den ist ein Bogen. interessanter Zusammenhang zwischen dem Zwei-Schritt-Privileg sozusagen und dem En passant, dass das quasi das En passant-Recht sozusagen, dieses Recht, zwei Schritte zu gehen, sozusagen wieder ein Genau. bisschen ausgleicht. Ja. Richtig. Ja. Ja, Uli, die Zeit ist fast vorbei, aber du hast noch was von einem Schachbuch erzählt, was du geschrieben hast. Das finde ich Ja, auch noch ich, nee, das. interessant. Das ist Erzähl doch eben noch mal. interessant, das habe ich geschrieben und der Verleger ist dann Konkurs Ach. gegangen und dann ist es leider nie veröffentlicht worden. Aber ich habe das Gefühl, dass einige Ideen, dass er das dann irgendwann doch verkauft hat, dass einige Ideen dann halt, ich glaube, in Fritz und Fertig eingeflossen sind, die ich da hatte. Okay. Es kann auch sein, dass sie selber auf die Idee gekommen sind, aber einige Sachen kommen mir also bekannt vor, die ich in meinem Schachbuch geschrieben habe. Okay, und Weiß ja auch keiner. worum Was? ging es in dem Buch? Das Also war auch worum ging es oder was war die Geschichte? ja, ein Einsteigerbuch, also für Kinder. Ja, das hieß also vom Schachnasenbär zum Schachmonster. Also der Nasenbär, Symbol für die Nase, ist halt die Neugierde. Ah, Ja, okay. der ist neugierig und das Monster, das ist halt schon großer Schachspieler, ne? Der ist also schon richtig gut. Und eben dann vom Schachnasenbär, also vom kleinen Neugierigen Nasenbär, wie wird man dann halt zum Okay. Schachmonster? Und hast du vor, noch mal eins zu schreiben, das dann auch Ja, veröffentlicht wird, jetzt bin ich oder? durch euch auf die Idee gekommen, dann doch wieder ein Schachbuch, ein Kinderschachbuch zu schreiben, aber etwas anders. Also die Gestaltung, das würde ich aber noch nicht verraten. Die Gestaltung wird etwas anders sein, als jetzt, wie ich das also früher geschrieben habe. Okay, ja, dann bin ich mal gespannt, ob wir da was von Ja, dir es wird aber ein erwarten halbes Jahr dürfen. dauern. Ja, gut Ding will Weile haben. Ja. Nein, Okay. es würde mir auch wieder Spaß machen, weil es hat mir auch damals Spaß gemacht, das Buch zu schreiben, weil es war sehr witzig. Und der Verleger war auch voll begeistert und der hatte mich so, zu sich eingeladen und dann haben wir das Korrektur gelesen da bei ihm am Wochenende. Da war noch ein anderer Schachfreund da, der halt auch gute Ahnung von Schach hatte und war noch teilweise Fehler drin, auch in den Diagrammen, die ich gemacht habe, waren drei, vier Fehler drin und das war dann schon wichtig und das war richtig fertig, fix und fertig. Hat Ja, auch ein schade. ISBN-Nummer schon gekriegt und dann ist er Konkurs gegangen. Ja, vielleicht kannst
kannst du ja nochmal aus der Schublade holen und dich Nee, zumindest davon nochmal. heute anders. Also es ging, nein, es war schon ganz gut, aber ich würde es heute also, wie gesagt, anders schreiben und deswegen schreibe ich es heute neu. Ja, okay. Ja, dann drücke ich dir die Daumen, dass wir da was von dir lesen werden Sag und mal, bedanke mich sehr herzlich. ich habe auch eine Ja. Frage. Ihr wollt ja auch ein E-Buch veröffentlichen für Erwachsene, soll das sein, für Erwachsene Einsteiger, ne? Genau, der Konrad Schomann von den Perlen vom Bodensee und ich, wir haben das vor, dass wir für Einsteiger ein Buch veröffentlichen, primär für Erwachsene, das stimmt, aber wir werden auch ein Kapitel für Kinder machen und auch zum Beispiel eben Kinderbücher erwähnen oder Tools für Kinder oder auch eben Methoden generell gesprochen, wie man es am besten lernt. Und insofern, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Also für diejenigen, die sich jetzt fragen, warum ich mit dem Uli überhaupt spreche, du hattest angeboten, da so ein bisschen von deinen Erfahrungen zu berichten. Und genau, das war ja der Grund, wie wir Kontakt aufgenommen haben. Ja, aber das haben wir vor. Das dauert natürlich Und auch noch ein bisschen, ne, bis dieses E-Book dann E-Book, wollt erscheint. ihr das veröffentlichen bei Nee, nee. Amazon? Nee, das soll ein kostenloses E-Book sein. Kosten. Das wird jetzt auch, wie gesagt, nicht den Umfang eines richtigen Buches haben, eines vollen Buches, sondern ja, ein E-Book, also einige Seiten, sage ich mal, so vielleicht 5 bis 10 Seiten, keine Ahnung, ne? Also kein richtiges Buch, was man jetzt kaufen können wird. Naja, ihr könnt ja die Erfahrungen, die ich gemacht habe, gerade mit diesem Felderbilanz, das ist eine Ja, sehr es hört gute Geschichte, weil, sich gut an. also Kindermann, ich habe mir mal, der hat ja einen Film über Schach gemacht, für Einsteiger und für Kinder. Das hat er also nicht in seinem Was ist Buch. das für ein Film? Den gibt es bei Okay. Chessbase. Den kann man sich bei Chessbase, glaube ich, meine, denn bei Chessbase kann man sich den angucken, von Großmeister Kindermann. Ja. Der hat also auch einen Film für Einsteiger, also für Kinder, für Einsteiger Kinder halt gemacht. Das ist eigentlich nicht schlecht und hat also ganz gute Ansätze da, hat aber nicht angefangen mit den Figuren, so viel ich weiß, sondern er hat also schon eine gewisse Voraussetzung, dass man also die Figuren kennt. Und da fängt er halt an. Okay, das ist ein guter Und Tipp, gucke ich mir mal an, ja, ja. guck's dir mal an. Das weiß, es sind schon auch ganz gute Ansätze dabei. Ach so, vielleicht noch, ich weiß nicht, wie weit ihr gehen wollt mit dem Einsteigen. Wollt ihr auch so ein bisschen schon in die Tiefe gehen, was kleine Rochadeangriffe und so weiter ist und so? Muss ich noch besprechen mit dem Konrad, ob wir tatsächlich auch so, ich sag mal, schachliche Tipps geben, ja, und die Züge erklären, die Figuren erklären, oder ob wir mehr so Methodentipps geben, so, ne? Also zum Beispiel Hinweise, wo man solche Tipps findet, also wie jetzt zum Beispiel auf die Ach so, Videos oder okay. auf Bücher, ne? Oder ob wir selber sozusagen auch Dinge erklären, das müssen wir noch abstimmen. Aber warum fragst du, Ja, was war weil der ich Gedanke? ja auch da, wenn die Kinder dann halt schon fortgeschritten waren, habe ich ja auch ganz bestimmte Methoden also auch gehabt, wie ich halt den Kindern also auch beibringe, Angriff auf die kleine Rochade zum Beispiel, ne? Also es ist ja nicht nur der schwache Punkt F7, sondern die Rochade hat ja auch Anfälligkeiten. Und da habe ich also den Kindern gleich die spanische Eröffnung, ist eine ganz tolle Sache, weil also auch durch den Zug A6, den ich zwischenschalte, um den Läufer zu vertreiben, da kann man das ganz gut erklären, dass der Läufer tatsächlich nach A4 zurück kann, und dass man den Bauern also auf E4 halt schlecht nehmen kann. Ja, dass man halt, kann man zwar jetzt schon nehmen, aber wie gesagt, den zu verteidigen ist halt schlecht, weil dann Weiß die bessere Stellung bekommt. Das kann man auch erklären, dass man also als Weißer, da kann man auch wieder die Felderbilanz machen hinterher, und dass da als Weißer hat man das Läuferpärchen und dass dadurch halt die schwarze Stellung später, also wenn man den Bauern halt auch wieder zurückgewinnt, dass man den Bauern zurückgewinnen kann, dass dann Schwarz auch schlechter steht. Und da kann man also auch dann erklären, was eine offene Stellung ist und warum das Läuferpärchen also in der offenen Stellung auch durch die Felderbilanz eben stärker ist als Springer oder und Läufer. Also das verbuche ich unter fortgeschritten, würde ich Ja, sagen. und das
ist vielleicht mal interessant. Und dann bin ich weitergegangen und habe den Marshall-Angriff erklärt. Dieses Bauernopfer auf D5. Ich weiß jetzt nicht, welcher Zug das ist. Ich glaube, der siebte oder achte. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Und dieser Marshall-Angriff, der bietet also Grundlagen, wie man die Rochadestellung angreift. Einmal eben durch dieses G3 und dann sind die Felder schwach, dass man also da halt eben das Matt und dann auf G2 also unter Umständen erreichen kann. Das ist die einzige Abwehrmöglichkeit, ich mache das jetzt mal schon im Schnelldurchgang, Dame D3 ist, um dann halt auf Dame F1 also eben diesen Punkt G2 zu verteidigen. Aber die meisten fangen ja an und verteidigen das mit F3. Ja. Und dann kann man ihnen klar machen, dass man den Läufer dann also auf geht, dass man das Läuferopfer also auf G3 hat. Und Olli, ich muss gestehen, ich kann dir nicht mehr folgen. Meine Blindschachfähigkeiten sind begrenzt. Ja, müssten wir mal so besprechen, wenn du mal Zeit hast, kann ich sie dann... Oder am Brett mal hätten wir es. Wir hätten jetzt auch ein Brett einblenden können, aber egal. Aber schon mit diesem, ich will auch nur sagen, dieses Läuferopfer und diese ganze Geschichte drumherum, wenn man halt nicht diesen einzigen Zug macht, Dame D3 nebst Dame F1, dann ist diese Stellung tatsächlich verloren, für Weiß. Ja. Das kann man also schön erklären und da kann man also eben auch erklären, dass man also einen Läufer opfern kann, dass man die Rochadestellung aufbröselt und so weiter. Ja. Und da ist eben der Marshall-Angriff eine ganz tolle Idee. Ganz okay, ja, ja, cool. Das ist Uli, aber das Fortgeschrittene. Ja, auf jeden Fall. Du, ich weiß, du hast noch sehr, sehr viel Schachwissen und auch sonstiges Wissen, aber ich wollte diesen Schachgeflüster-Live-Talk eigentlich auf eine halbe Stunde begrenzen und wir sind schon weit drüber. Deswegen für heute müssen wir auf jeden Fall Schluss machen. Aber ich danke dir sehr und das war jetzt auch für mich nochmal interessant, auch wie du erzählt hast, wie du die Figuren einführst mit der Felderbilanz, mit dem Springer, dass du da zwei verschiedene Methoden erklärst und so und mit dem Läufer, der, wie war das, Wasser spritzt, sodass der König dich erkältet. Also das finde ich ganz toll. Ja, ich hoffe, dass du weiterhin viel Freude hast beim Schach und dass wir eines Tages dieses Schachbuch von dir lesen. Und okay. Ja, an der Stelle kann ich nur Danke sagen und sorry, dass ich dich jetzt abwürgen muss, aber es hat Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören noch voneinander. Alles klar, bis dann, ne? Mach's gut, Olli. Bis dann. Tschüss. Ciao. So, jetzt müssen wir noch gucken, wie wir das hier beendet kriegen. Wo muss ich denn jetzt hier klicken?